Ah. Full Pull! Oh, 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 oh! Hm, das hat schon mal funktioniert. Moinsen, es ist immer noch Dienstag der 9., ne? Dienstag der 9. April, quasi Feierabend, aber ich habe noch mal eben den 27 vorgeholt. Boah, habe hier meinen USB-Stick, den ich schon vorbereitet hatte für den 718. Da hatte ich ja alle Schläge schon raufgezogen. Die habe ich mir jetzt hier auch noch mal raufgeholt. Und jetzt... Ja, da sind alle Felder. Da habe ich natürlich Scheiße gebaut. Das hätte ich vorher ändern können. Das SZ kann er nicht und Umlaute wahrscheinlich auch nicht. Das merke ich mir fürs nächste Mal, dass ich die... dass ich die anders nenne. Aber ansonsten haben wir hier jetzt, so wie das aussieht, alle Schläge drin von diesem Jahr. Das ist schon mal nice, ne? Naja, ich forsche noch mal ein bisschen, wie das hier so alles funktioniert. Dann kann ich auch schon mal den Beetformer hier einstellen, damit das nicht so viel ist, wenn das losgeht und ich dann nicht so lange dran rumdoktern muss. So, das sollte auch passen. Ich habe den jetzt hier Gerätemanager Grimme BFL 200 angelegt und wir hatten das bei dem 718 schon auf 3 Meter, da habe ich neulich aus Versehen alles gelöscht, hoppala. Aber ich meine, auf 3,2 Meter hatten wir das eingestellt, das war deren Erfahrung, das passt am besten. Das heißt, Schleppermitte nach außen 1,51 und das ist ja schon alles. Ne? Den Abstand hier, weiß ich nicht, da müssen wir gucken. Aber, also ich muss sagen, es ist doch schon, haben ja schon viele gesagt, sehr intuitiv, teilweise sogar einfacher als beim S4 und ich kann das bisher nur bestätigen. Was auch witzig ist, ist, dass man hier mit dem Display auf den Knopf da drückt. So, jetzt hat das einmal aufgeblinkt. Jetzt kann ich mir hier den ganzen Quatsch auch nach vorne legen. Egal was. Also wenn ich jetzt hier hin und her wische, was eigentlich auf dem Display passieren würde, dann habe ich das alles hier direkt vorne im Display. Das ist ganz nice. So, und wenn ich jetzt wieder zurückgehe bis zum... Zack, da ist es wieder weg. Drücke ich den Knopf nochmal und jetzt sind wir wieder da. Das ist schon echt geil, muss ich sagen. Gefällt mir. Aber jetzt machen wir Feierabend. Oder fein und eine Runde. Wie spät ist denn das? 17:43 Uhr. Nee, wir machen Feierabend. Die Kinder warten. Doch, ja, gefällt mir. So, was noch nice ist, wenn bei Frontladerarbeit jetzt und du hast hier den Frontlader drauf, kann man sich da frei belegen auf den Knöpfen. Hier zum Beispiel jetzt die Wendeschaltung. Jetzt wieder rückwärts. Einmal drauf. Und wieder vorwärts. Das ist eine feine Sache, ne? Das könnte man sich auch noch neutral hier irgendwo hin tüdeln, wenn man wollte. Ja, das ist schon... Bin etwas begeistert. Moin! Morgen. Ja, das war jetzt nur für euch, wir haben uns schon guten Morgen gesagt. Mittwoch, 10. Dings, April. Jürgen kommt nicht zum Pflanzen, Jürgen kommt zum Dünger rauslassen. Mehr dazu später. Wir wollen nur hingucken, dass es richtig, ja, dass es gleich nicht nass wird, weil gleich gibt es Regen. Und dann müssen wir die Heizung reparieren. Auch dazu gleich mehr.
So, da geguckt, da ist alles in Ordnung. Im Bunker ist eigentlich alles in Ordnung. Aber 7 Zündversuche wollten nicht brennen. Ich habe hier jetzt nochmal eben sauber gemacht. Keine Ahnung. Schrauben wir es wieder zu und dann versuchen wir es nochmal. Zünden, heizen. Also die Schnecke ist frei, die Schnecke dreht, daran liegt es nicht. Der macht jetzt 7 Zündversuche und wenn das dann nicht funktioniert hat, kriege ich wieder eine E-Mail. Und wenn das so ist, dann muss ich einen Klempner anrufen. Dann weiß ich nämlich nicht weiter. Oder ich mache noch einen Zündversuch, aber dann... Ja, mal gucken. Aber das dauert jetzt, da müssen wir eben abwarten. So, Sven hat sich einen 10,50 gekauft. Ja. Dann mal los. Boah, Alter. Ja, ich glaube, da bist du ein bisschen zu... Meine Hack... Gleich die erste Schramme in der Schaufel. Ja. Oh. Meine Hacken stoßen an eine Bremse. Ah. Warte, das machen wir anders. Gang raus. So. Ja, kann losgehen. Mit den Töchterchen woanders hin musste und jetzt war noch eben bei der Werkstatt Teil geholt. Und zwar haben wir von dem roten Steuergerät beim 718 die Kappe verloren. Ich hatte eine Vermutung, dass sie auf dem Hof liegt, da habe ich es aber nicht gefunden. Also haben wir sie neu bestellt, weil das muss ja dicht, das, sonst zieht der ganze Dreck da immer rein. Ne? Das schrauben wir gleich noch eben ran. Kann so wild ja nicht sein. Und da es quasi in die gleiche Richtung ist, fahren wir noch mal eben kurz zu dem Galgenacker. Da hat der Vater nämlich fertig geflüht, da wollte ich mal eben gucken, wie weit er da, also bis wo das ging. Jetzt ist er unterwegs mit dem Flug da in Richtung Westerfesede. Was ist denn hier los? Straße voll. Quatschen. Aha, der Herr Elektriker. So, siehst du, da muss ich auch noch anrufen.
werden wir jetzt auf dem vorderen Stück, da war ich gestern mit euch hin, ne? Ja, auf dem vorderen Stück werden wir wohl verzichten zu separieren. Auf den hinteren definitiv Steine raus, das hilft nichts, aber vorne, ja gut, ist grenzwertig, aber muss dann gehen. Damit wir auch irgendwie weiterkommen, dann wollen wir mal gucken. Also ich hatte für Sonntagpflanzen angemeldet, ob wir jetzt vielleicht morgen oder übermorgen auch noch mal einmal können. Wird sich zeigen. So, hier ist er bis hinten da an Bosch ran. Hier ist die Spur vom vorgestern hier. Mann, ey. Und dann ist ja da hinten die Stelle, wo Jens mit dem Nachbarn war zum Wasser abpumpen. Da wollen wir noch mal eben kurz gucken. Ach, da hat er auch. Ach ja, okay. Ja, das ist ja gut. Dann haben wir ja ein bisschen was. Wenn es mit den Pflanzen weitergeht, haben wir ja mal ein bisschen Land fertig. Hier vorne ist fertig. Ja, und da ist das Loch, das ist liegen geblieben. Ja gut, so, hier müssen wir noch mit dem Grubber einmal durchziehen. Ja, hier ist auch schon grenzwertig, ne? Also wird das nur da bis... Da kann man das aber Kamera sehen, ne? Hier steht immer noch was. So, bis da könnte man das dann voll pflanzen und dann muss dieser Streifen hier erstmal liegen bleiben. Ist dann so. Aber vielleicht haben wir Glück und es gibt jetzt heute und morgen nicht mehr so viel Regen. Im Moment sieht es ja ganz nett aus, das Wetter. Dann zieht das auch noch ein bisschen an hier. Ja, und dann muss das irgendwie weitergehen. So, und ich denke, hier können wir morgen eigentlich die Beete formen zum Separieren. Also zumindest, also das wird bis da hinten wäre es lehmiger, da wird es nicht gehen, aber hier dürfte das. Hier dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ja, mal gucken, ob ich da die Maschine oder wann ich die Maschine bekommen kann. Mir wird das morgen sehr gut in den Kram passen, da habe ich nämlich sonst nichts auf dem Zettel bisher. Und wenn wir den morgen auch pflanzen können, ist das ebenso gut. Das kriegen wir dann schon alles voneinander. Ich will mal eben kurz noch mit euch ein Stück weiterfahren, um zu sehen, wie es da hinten aussieht. Und hier haben wir ja dann, ich habe ja Gott sei Dank die, habe ich das drin? Ja, die Feldgrenzen sind ja auf dem Schlepper. Da muss ich jetzt dann, da könnte man ja tatsächlich auch mal, hier müsste man ja fast mit dem Konturassistent rumspielen. Weil, das habe ich ja noch nie gemacht, aber weil, hier ist ja, das ist ja rausgemessen, die Zuwegung zur Mühle da hinten rum. Und hier geht es aber ja dann, wir haben hier Bögen ohne Ende drin, ne? Ja, das wird lustig. Gut, so. Oder ich lasse die ersten 5 Bahnen erstmal frei an der Seite fürs Vorgewende, können wir auch machen. Mal schauen. So, hier muss es auch gehen. Wir steigen hier noch einmal aus. Wir gucken uns das da nochmal an. Wasser. Das ist alles nicht so geil, auch beim Flügen schon nicht gewesen, man sieht es, ne? Aber es hilft alles nichts. So, und da ist noch nicht geflügt und da ist auch noch gar keine Gülle hingekommen und Güllefahren wird auch noch nicht gehen. Irgendwo da wird's ab da wird es irgendwo lehmig. Da werde ich dann wahrscheinlich, aber bis hier werde ich höchstwahrscheinlich von da ganz hinten bis hier ist ja auch ein bisschen was zu tun, ne? Das sollten wir tun. Das sollten wir auf jeden Fall ausprobieren. Traumhaft. Guck. Eins der Sahara-Staub vom Dach. So, brauchen wir Indoor-Schlüssel. Heizung läuft übrigens wieder. Alles wieder gut. Indoor. Limit.
Hier ist eine Scheibe bei. Da gehört noch eine Scheibe hinter. Also jetzt mal kicken, ob da eine Scheibe bei ist. So. Na! Fällt mir auch glatt der Prügel, der kann ja schon mal rauf. Rot Plus. So. Das ist ja nicht original. Das ist ja ein anderes Rot. Egal. So. Der muss da so drauf. Aber. Ja. Das sieht gut aus. Da. Das ist ein anderes Rot, oder? Ja, eindeutig. Was soll denn sowas? Könnte sie nicht mal an irgendwas halten. So, was mir aber fehlt, wie ich das hier sehe, ist hier nur, oder ist da noch? Ja, da ist nur eine Schraube. Keine Scheibe. Ey. Das ist hier Original Ageco Parts. Wissen Sie selber nicht, was Sie bauen, oder was? Ich muss doch da die Scheibe runter haben. Das bringt doch so nichts. Warte. Da ist keine Scheibe drin. Das ist nur die scheiß Schraube. Keine Scheibe. Mann. Was haben wir denn hier? 4? 5 mm? Nee, kleiner. 3? Da. Das bringt ja jetzt mal gar nichts, wenn ich die da rauf drehe. Oder was denkt ihr? Sagt doch mal, was ihr meint. Wenn ich die da jetzt rauf drehe, ohne Scheibe, hier sind überall die Scheiben hinter. Der drückt ja gar nicht auf die Kappe. Jetzt kann ich nochmal erstmal eine Scheibe suchen. Scheiben. Erstmal eine, wo die Schraube da durchfällt. Das sieht doch gut aus. Das ist, glaube ich, schon fast die richtige hier da. Ja, so. Aber das ist doch alles nicht original. Mann, ey. So muss das. Und so ist das. Nochmal auseinandernehmen. So. Jetzt ist korrekt. Muss die Feder ein bisschen vorspannen, logischerweise. Aber jetzt geht's. Gut. Jetzt ist es dicht. Wir haben jetzt einen leidlichen Plan. Und zwar kann ich morgen früh den Beetformer abholen. Und dann fangen wir da hinten an. Hier sieht man das. Ich wollte jetzt hier einmal eben runterfahren. Man sieht aber, dass es hier noch dunkler ist, also feuchter. Ich will mir am anderen Ende, abgesehen davon, dass ich gucken wollte, wie nass das hier ist, am anderen Ende gerne noch mal eben die AB-Linie ziehen, weil ich das noch nicht gemacht habe. Mit dem Fendt One, damit das morgen früh direkt losgehen kann im Halbschlaf. Auf jeden Fall hat er jetzt schon mal erkannt, wo wir sind. Das blendet, ne? Könnt ihr das sehen? Da ist die Schlagkontur, da ist die Windmühle, was ich vorhin sagte. Dorenstreek heißt der ganze Bums hier, 15,47 Hektar. Da fahre ich jetzt mal, das kann ich jetzt ja bestätigen.
fahre ich jetzt zur anderen Seite und dann messe ich mir die 1,50 Schlepper Mitte und dann ziehen wir die AB-Linie und gucken, was passiert. Also wir versuchen das wenigstens. Also auf jeden Fall erkennt er schon mal, dass ich hier auf der Grenze fahre. Ach, guck an. Ach, das ist wegen der... Wahrscheinlich habe ich die Arbeitsbreite von der Maschine schon drin. Kann das sein? Da müssten wir... Könnte fast sein. Das sehen wir gleich. Weil demnach fahre ich auf der Grenze, dann habe ich die... Das ist das, was ich meinte. Man muss das dann nochmal genau einmessen. Ne? Einmal alles abfahren. Aber nicht jetzt. So, ich habe mir hier jetzt die AB-Linie geholt. Jetzt fahre ich die Spur nochmal zurück, um zu sehen, ob der, ne, der alte Trick, nicht wieder Scheiße bauen. Sieht passig aus, ne? Das sieht passig aus. Läuft in der Spur. Ach, dann haben wir das schon mal erledigt. Dann brauche ich aber nicht wieder ganz zurückfahren. Das ist Quatsch. Die habe ich mir gespeichert mit der Angabe hier Straße, weil hier werden wir ein paar mehr Spuren brauchen wegen der Mühle, Vorgewinde und wer weiß schon. Ne? Ich werde dann morgen einfach anfahren und bis hier, weil wir werden dann vom Vorgewinde übergehen in die normale Breite und werden das Vorgewinde hier rumziehen, weil hier dieser Knick in der Kurve ist. Dann sollte das eigentlich mit der Spritzspur auch ganz gut hinkommen. So, traumhaft. So morgen wieder, dann kann das morgen früh losgehen. Hört aus, Stufe 2, ab nach Hause. So, dann will ich mir den, der Tank ist ja fast voll, aber ich will mir den noch mal einmal voll tanken, damit ich den Spritverbrauch mal sehen kann. Jetzt noch weiter auszoomen. Ja. Mehr nicht. Naja, gut. Dann nicht. Und hier ist der Staub. Und da hinten sitzt er mit dem Separierer fest und kommt nicht mehr weiter. Das ist doch alles Scheiße. Das macht doch keinen Spaß dieses Jahr so. Oh. Fuck, ey. Rief gerade an. Wir haben vorhin gesagt, ja, versuch mal. Scheiße. Ja, hier ist richtig Loch jetzt. Fahre ich richtig Spur rein. Oh Mann, ey, das macht echt keinen Spaß. Ja, keine Ahnung, wie das jetzt hier weitergehen soll. Und jetzt gucke ich Wetterbericht eben. Jetzt steht dafür morgen schon wieder Regen. Was soll das? So, da müssen wir eigentlich auch noch mit Gülle hin, da sollen auch Kartoffeln hin. Da wird ja in den nächsten 3 Wochen noch nichts hier, wenn das so weitergeht. Kotz, kotz, kotz. Da steckt er, auf den letzten 2 Meter. Kacke, ey. Bleibt,
kommt da gleich die Bahn durch. Wenn ich wegfahre, ruft er gleich an. Abbruch. Ganz weg. Mann, fuck, ey. Aber er sagte eben noch, er hat heute mehr Zeit auf der Straße verbracht als auf dem Acker. Überall probieren, alle wollen sie. Und er will natürlich auch gerne, weil das muss ja mal irgendwann fertig werden, die ganze Fläche. Aber es geht nicht. Jetzt fährt er zum nächsten, schmeckt da nochmal ab, ob das da geht. Puh, anstrengend. Aber somit haben wir Feierabend. Uschi, komm her hier. Oh Mann, die kann genauso gut hören wie... Uschi! Ach so. Ja gut, dann mach ich erst ein Geschäft. Bis morgen. Ach Gott. Donnerstag, 11. April. Also probier noch mal einmal eben das Licht aus hier, ne? Arbeitsscheinwerfer. Hell. Also das Thema, reichen die Arbeitsscheinwerfer? Können wir jetzt wohl beantworten. Das ist ordentlich. So, machen wir das mal aus hinten. Ja, vorne aus. Ja, läuft. So, Beetform mal holen. Reihe war noch nicht ganz richtig eingestellt, aber der Abstand passt. Also kann jetzt losgehen. Ja, schon wieder alles scheiße hier. Ich muss das Stück hier freilassen. Da ist eine Senke, da ist es so nass, das hat keinen Zweck, das schmiert alles nur. Das macht echt, habe ich das schon gesagt, dass es keinen Spaß macht im Moment? So, nach dahin, hier ist das jetzt trocken. Hier kann ich fahren bis an eine Mühle ran, dahinter müssen wir dann sehen. Und wie gesagt, das Stück, ich kann vielleicht in die Richtung noch 3-4 Bahnen, werde ich vielleicht noch machen können. Aber da sieht man das auch schon, jetzt klingt das Telefon. Moment. So, also wie gesagt, 2-3 Bahnen in die Richtung vielleicht noch. Wir machen jetzt erstmal da lang, dass wir irgendwie mit weiterkommen. Ja, Florian wollte erst schon mit dem zum Reparieren herkommen, aber habe ich auch gesagt, geht, weil da habe ich ja da angefangen, alles super, alles toll, und dann da die Lunke, da kommt er niemals durch. Das wird nicht funktionieren, das muss erst abtrocknen. Und jetzt haben wir auch noch den Spaß, dass es gleich anfangen soll zu regnen. Ne, gleich noch nicht, um 10, jetzt ist kurz vor 8. Wenigstens die Krähen haben Spaß hier. Scheiße, ey. Oh, ich hatte jetzt für Sonntag mal so lose Kartoffelpflanzen angemeldet, jetzt steht da für Sonntag auch Regen. Es ist, boah,
was sollst du machen? Und eins noch, ich hatte ja gesagt, hier kein USB-Anschluss, ne? Außer den Datenanschluss. Stimmt nicht, ich habe was gefunden. Guck mal da, der hat ja USB. Immerhin einer, ne? Ich weiß aber nicht, wie viel Ampere da rauskommen, aber das müsste eigentlich ja zum Laden dann taugen. Aber ich habe ja noch den da. Gut, wir machen jetzt, solange es geht, und dann ist wieder Pause. Uhr 18, jetzt fängt es an zu nieseln. Was soll das? Die haben gesagt um 10. Das ist nicht zu glauben alles. Fuck. Ist nicht, ja. Hinten fährt Ina, die will mir einen Kaffee bringen. Ja. Habe ich zu spät gesehen. Ja, ich muss sie nochmal umdrehen. So, Millennial Pharma. Ich hätte ja auch meinen Tablet-Halter mitnehmen können. Ne? Der hängt auf 718. Irgendwas ist immer. Jo, an der Mühle sind wir hier vorbei jetzt. Einmal eben leer hochgefahren, weil wegen ist klar, ne? Eine Spur. Dann geht das jetzt gleich weiter. Es hat zwischendurch immer wieder geregnet. Nicht doll, aber immer wieder. Hier geht es noch. Irgendwann in die Richtung wird das wahrscheinlich dann wieder nicht gehen, dann ist Schluss. Versuche ich da hinten noch die paar Bahnen, was ich sagte, wo es vielleicht noch geht. Ja, und dann müssen wir gucken, was das Wetter macht. Ich weiß es nicht. Also heute Nachmittag soll es noch wieder weiter regnen. Jetzt haben wir es 20 vor 11. Theoretisch hätte heute eventuell sogar noch pflanzen können. Ich weiß es nicht, ob das noch hinhaut. Also wettermäßig und zeitmäßig. Mal gucken. Wir lassen uns weiterhin überraschen. So, wir brauchen jetzt im Moment ungefähr, ja, das schwankt zwischen 24 und 26 Liter die Stunde. Bei 6 km/h, die ich eingestellt habe, schaffen jetzt irgendwie so um die 1,8 Hektar in einer Stunde fertig. So. Und natürlich sich hier zurecht. Servus. Ja, Sven ist auf dem Acker, der ist am Beete pflügen, schon seit heute Morgen vom ersten Hahnkrähen. Ich habe auch gar keinen gehört heute, auch ist egal. Ich bin hier wieder im Stall zugange, so wie gestern auch. Gestern habe ich hier mal die Box hier ausgemistet. Da waren ja die Schafe drin und Ziegen. Muss ja auch mal sein. Jetzt ist ja auch noch die Zeit dafür. Ich kann nichts machen auf dem Feld. Johann ist am Pflügen und Sven ist am Beete vorbereiten und sowas alles. Ich denke mal, wenn dann nachher die Zeit kommt, dann mit Pflanzen richtig und sowas, dann werde ich da aber auch mit bei sein. Und jetzt habe ich erstmal noch hier zu tun, weil wie gesagt, die Arbeit muss auch gemacht werden. Nützt da nichts. Ich habe jetzt hier die Zwischengitter rausgenommen. Die liegen jetzt hier. Die waren ja immer hier zwischen und da war einer zwischen und da hinten auch noch einer. Die liegen jetzt hier 3 Stück. Dann will ich gleich mal versuchen, ob ich hier mit dem Weidemann reinkomme zum Ausmisten. Das ging da hinten bei den Ziegen eben nicht. Weil da nur normal der Spaltenboden unter ist und ein paar Holzplatten und das ist ein bisschen zu, da muss erstmal Beton rauf, das wollen wir dann auch nochmal machen. Hier ist schon Beton untergemacht worden, von daher kann ich hier auch rauffahren,
Ich habe das gestern schon mal ausprobiert und da mal so eine Forke voll rausgegriffen. Da will ich mal gucken, ob ich hier reinkomme. Einmal durchzischen hier, alles rausholen, sauber machen. Und dann habe ich aus dem alten Schweinestall die ganzen Gitter wieder ausgebaut, die Klappgitter, die Tore sozusagen. Und da will ich mal gucken, dass ich hier wieder welche reinkriege, weil die sind doch arg schwer. Und nachher zum Ausmisten ist es immer besser. Dann kann man die beiseite klappen, an die Wand ran. 1, 2, 3. Und dann kann man hier einmal durchflügen. Macht das Ausmisten dann ja auch wesentlich leichter, das Ganze. Mal gucken, ob das denn hier bei den Damen und Herren der Reitzunft dann auch nochmal irgendwie hinkriegen. Aber das kommt dann nächstes Mal. Da müssen wir auch dann wieder längere Gitter haben. Mal gucken. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Nützt alles nichts. Von alleine tut sich das nicht. Ja. Schrauben gingen natürlich wieder. Naja, gut, die liegen ja, waren da dran, lange eingebaut hier. Und da waren die Bullen ja auch schon dran und sowas alles. Das ist also nicht so einfach gewesen, hier Schrauben abzukriegen. Teilweise musste ich auch flexen, aber da habe ich auch immer Wasser dabei gehabt, vorsichtshalber, dass hier nichts anfängt zu brennen. Ja. Und so geht es dann weiter, ne? Einmal hier ein bisschen Klarschiff machen.
zu schmieren. Jetzt gucken wir nochmal eben auf der anderen Seite. Was ist denn jetzt wieder? Oh, der Jürgen ruft an. Jo, moin. Jo, Jürgen sagt gerade, er könnte noch herkommen. Wir könnten das noch probieren. Ich weiß nicht, was das Wetter macht, aber da den anderen Schlag. Ja, versuch mal klug, ne? Was soll's. Ich ziehe jetzt hier nochmal einmal hoch und guck, wie das aussieht. Ob ich dann noch ein paar Bahnen herüberkomme und dann kann der doch erstmal wieder weg. Scheiße. Nix gut. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Auch nur ein Flickenteppich geworden jetzt. Ich glaube, das geht nicht. Hier wird's, hier geht's, aber da vorne, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ein bisschen tiefer noch. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss ich sagen. Heckhubkraftwerk und Fronthubkraftwerk genauso. Das sind ja vorher die Drehknöpfe, diese blauen, die waren ja hier irgendwo. Und jetzt ist das hier ein Drehrad oder halt damit ein bisschen schneller mit diesem Rocker. Und die, dann musst du die Anzeige aber schon auch auf dem Display haben. Ne? Also da habe ich sie jetzt. Dann ist das okay. Ist gewöhnungsbedürftig. Also wenn man es erstmal drin hat, ist das in Ordnung. Aber das ist ein anderer Schnack, weil vorher mit dem Drehrad, ja, weiß ich auch noch nicht, was mir besser gefällt, ehrlich gesagt. Es ist, wie gesagt, man kann damit arbeiten, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Dann haben wir die Anzeige, dann kann man sich das auch ein bisschen einstellen, die Markierung. Ja, aber bei so Arbeiten, wo man ein bisschen mit den Fingerspitzen ein bisschen mitspielen muss. Ah, jetzt klingelt das Telefon schon wieder. So, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, Tiefeneinstellung. Ja. Mal gucken, also gewöhnungsbedürftig funktioniert, aber gewöhnungsbedürftig. Die Bahn ging, ich bin in der nächsten jetzt einmal wieder. Muss mal gucken, wie das in die Richtung. Jetzt dadurch, dass es jetzt ein bisschen Feuchtigkeit gegeben hat, kann man das natürlich nicht mehr so schön sehen. Also machen wir so lange, bis wir es merken. Aber wie gesagt, ganz weit. Ich hatte das so grob von der Seite abgeschätzt. Da konnte man das noch sehen, wo es dunkler war. Ja. Mal gucken. Aber wie gesagt, ganz viel geht nicht mehr. Jetzt ist es 11.51 Uhr. Wenn jetzt die nächste Bahn schon stockt, dann bringe ich den Vormittag noch weg und ansonsten machen wir noch eben bis Mittag und dann Nachmittag wegbringen. So, Pflanzen üben. Zwei Bahnen. Also Mittag war schon, ich habe da jetzt noch ein paar Bahnen geschafft, mehr als ich dachte. Aber eben bei der letzten wurde das dann doch schon ein bisschen grenzwertig. Ich fahre so einmal hoch, gucke mir das an und wenn dann, wenn es dann nicht mehr geht, dann ist Schluss. Jetzt ist 13:30 Uhr. Dann freut sich der Nächste, wenn die Maschine früher zurück ist. Jo. Loch, wo es schwerer geht. Oh Mann, und Jürgen fährt noch alleine. Da ist noch keiner vor zum Ziehen. Hoffentlich geht das jetzt, dass wir wenigstens da fertig werden oder leidlich. Dann können wir nämlich das nächste Mal. Oh, 6 Hektar, warte mal eben. Nee. Wir sind
dass da 10, 12 Hektar Stärke in Angriff nehmen. Da sind jetzt noch ein kleiner Teil Speise und dann kommen Stärke. Und wenn ich den Dampfformer, den Beetformer zurückgebracht habe, dann bauen wir das Zuchtmaul an und gucken, dass wir die Stärkekartoffeln herkriegen. Ich hatte jetzt ein bisschen Hoffnung, dass das bis dahin noch eben fertig wird. Aber wir versuchen das. Ja, hat keinen Zweck, geht nicht mehr. Alles sauber gekratzt. Bringen wir sie weg. Und dann gucken wir gleich, wie das mit dem Pflanzen hinhaut. Ich hoffe, dass das wenigstens geht. Nicht ausgemacht. Jetzt Abflug. Tempomat, Parallelfahrsystem. Da habe ich neulich schon gefragt, wieso läuft denn der jetzt nicht 50? Wieso läuft der nur 25? Ja. Ach, wir schaffen. Eine schöne Blüte hier. Eine Pracht. Wenn jetzt die Sonne noch scheinen würde, wäre es noch dreimal geiler, ne? Und weniger nass. So, Vater ist eben mit dem 27 nach Hause, der holt die nächsten Kartoffeln. Da muss er hier nicht so viel hin und her laufen beim Schaufel voll machen. Das mache ich jetzt mit dem da. Und bisher kann er fahren. Manchmal soll man sich wundern, ne? Sieht gut aus. Jüderli, so, ich bin eben mit dem 818 nach Hause gefahren, da war dann da mit dem Grubber, um das Vorgewinde durchzuziehen. Jetzt fahre ich mit dem 27 wieder hin, hole den ersten Wagen weg, weil die Kartoffeln zu knapp werden. Wir haben da jetzt zwar noch eine andere Sorte auf dem zweiten Wagen, aber das ist scheiße. Das Vorgewinde muss eigentlich mit diesem fertig. Mal eben gucken, vielleicht reicht es nicht. Ich fahre schon mal hin, der Wagen muss sowieso weg. Und wenn ich da bin, werden wir es wissen. Und sonst fahren wir noch mal wieder her, drehen noch eine Kiste auf den Wagen rauf und fahren wieder hin. Ist dann so. So, Ruhe. So, eben war Vater mitgefahren, der war bestimmt meine Einstellung. Letzte Einstellung ist jetzt wahrscheinlich, ach egal.
So, ich habe auch die Erlaubnis, hier diese scheiß Folie zu entfernen. Heute ist es ja nun nicht so warm gewesen, ich hatte keinen Schwitzearsch. Im Notfall mache ich das. Wenn es wärmer wird, dann muss die Folie weichen. Aber jetzt lasse ich sie erstmal noch drauf. Jens bringt den Ziegen noch im Futter hin. Daumen hoch, sagt er. Ja, da steht noch der 716 im Weg. Im Flug. Es ist ja optisch kein schönes Wetter, aber es ist jetzt seit 13 Uhr oder so. Seit 13 Uhr ist es trocken. Bis jetzt. Und dann kriegen wir ja den Schlag vielleicht sogar noch fertig. Da haben wir wenigstens was geschafft. Da fällt mir auf, unter dem letzten Video kamen ja ein, zwei oder drei Kommentare, ob wir denn wohl dann vier Schlepper hätten. Also erstmal grundsätzlich ja sowieso nicht, weil das ist ja ein Vorführer. Aber selbst wenn wir jetzt noch was finden, im Sommer oder sowas, zum Herbst, keine Ahnung, dann geht ein anderer weg. Also es gibt keinen Schlepper dazu. Wir kommen mit rein, kommen wir ganz gut aus. Und dazu muss ich aber auch sagen, dass jetzt so ein Tag wie heute zum Beispiel, ist das schon angenehm. Also sonst hätten wir jetzt den Grubber abgebaut, wieder angebaut, wieder abgebaut. Ne? Das ist natürlich so, wenn man es richtig eilig hat, ist das geil, aber das ist Luxus. Das ist purer Luxus, also nein. Ja, schwierig einzuschätzen, weil da an der Seite ja noch was fehlte. Jetzt ist er fest. Alte Stelle, alte Welle. Jetzt sitzt er fest. Ach ja, herrlich. Ah nee. Gibt's auch gar nicht. Großartig. Hier geht schon wieder. Ich habe eine Fehlstelle gesehen. Oh. Junge, Junge, Junge. Zwei Bahnen, die werden jetzt hier durchgezogen, scheißegal. Der hing eben fest. Gut, dass ich oben bin. Habe eben losgezogen. Jetzt muss das eigentlich wieder drehen. Läuft.
Full Pull. Zieh, Junge. Oh, 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 oh. 10 Meter Senke. Oh, 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 oh. Wir gucken alle weg. So, jetzt geht's wieder. Hey. Süß. Das ging noch gut. Wie gesagt, das waren jetzt 2x10 Meter durchgezogen, Augen zu. Aber dafür ist die Seite fertig. Da. So, und der Rest geht hier komplett easy. Ohne Schleppen, ohne Festfahren. Erstaunlich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es geht. Er macht jetzt da hinten das Vorgewende, dann dieses. Da müssen diese Kartoffeln noch wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich noch reichen. Ich fahre jetzt nach Hause, lasse den Anhänger noch eben dran. Falls er denn doch noch anruft, der braucht noch eine Handvoll. Und ansonsten kommen wir nachher nochmal wieder und holen noch einen von den beiden Wagen hier weg. Aber das ist doch erfreulich, dass mal ein bisschen was reingekommen ist heute. Sehr schön. Nassen Loch hin, gleich alles drin. Beim nassen Loch natürlich nicht, da ist nichts möglich. Und auf dem anderen Schlag ist er gerade am Separieren. Da hat er sich zwar schon einmal schon festgefahren, aber naja, läuft. Auf jeden Fall ist hier in Kürze fertig. Das ist doch mal schön, für unverhofft. Doch noch einen Schlag fast fertig gekriegt, das ist doch mal eine feine Sache. Ich könnte theoretisch hier das Vorgewende gleich auch machen. Traumhaft. So, gleich. Da haben wir jetzt noch ein paar Körner Dünger in eine Schaufel eben reingelassen. Der hat jetzt noch 4 Bahnen oder so, dann ist das fertig. Und dann haben wir sage und schreibe, warte mal kurz, 15, 17, ja so 24 Hektar Kartoffeln fertig gleich. Eieiei. Aber schön, dass das hier geklappt hat. Bonbons.
jetzt ist es 7:30 gleich. Dann machen wir mal so langsam Feierabend. Ja, der Akku ist auch alle. Also, bis morgen. Keine Sonne. Freitag, 12. April. Mal eben die restlichen Kartoffeln runterlassen, Dünger wegräumen und dann wohl Pakete packen, denke ich. Kippe abgeladen, alles wieder in Kisten. Das waren jetzt noch 2 Kisten, die auf dem Anhänger waren. Ich habe gleich Physio. Jetzt ist es 9:45. Jo, das Wetter scheint sich, so wie es aussieht, zu halten, aber es ist halt bedeckt. Da trocknet jetzt auch nicht so viel ab, aber es ist ja schon mal gut, dass nichts dazu kommt an Wasser. Wir hatten Sonntag, haben wir angemeldet, Kartoffelpflanzen, und für Sonntag steht natürlich wieder Regen drin. Und Leute, die ganze nächste Woche Regen, komplett. Kannst du dir nicht ausdenken. Kannst du dir echt nicht ausdenken. Boah, das nervt. So, und eine Sache, und deshalb habe ich die Kamera nochmal angeknipst, nervt er mich auch noch. Und zwar hatte Jens ja gezeigt, wie ich da drauf gefahren bin, ne? Hatte ich ja einen 1050 bestellt im Fanshop direkt für die Kids. Hintergrund ist der, wir haben ja in der Kaffeezeit, ich hatte ja, ich weiß nicht, wie viele Fahrzeuge wir haben, und Jens hat auch schon einige wieder durchrepariert, aber da sind auch ein paar bei, die ließen sich einfach auch nicht mehr reparieren, also ist auch schon was entsorgt, und das ist halt dem geschuldet, dass in der Kaffeezeit da sehr, sehr viele Kinder immer mitgefahren sind. Und irgendwann hält das natürlich auf dem Material. Ne? Das ist wie im echten Leben. So, und weil unsere Kids dann irgendwie nicht mehr so richtig was Tolles zum Fahren hatten, haben Ino und ich gesagt, komm, dann gibt es noch mal einmal Trecker. Und zwar, und da kommt der Haken an der ganzen Geschichte, 2. Ich habe 2 bestellt und 2 bezahlt. Gekommen ist einer. So, dann habe ich noch 3 Tage abgewartet, habe gedacht, naja, gut, vielleicht kommt er später oder so. Ist aber bis jetzt nichts gekommen. Dann habe ich da eine Mail hingeschrieben. Keine Antwort. Dann ist da eine Telefonnummer mit 2 Nullen vorne. Das ist irgendein Callcenter, keine Ahnung, in Usbekistan oder so. Anscheinend. Ich bin da gerade ein bisschen... Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen angepisst. Vom Fanshop. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Also gut, vielleicht kommt es ja heute noch, aber... Ich hatte auch bei dem anderen, da stand bei der Bestellbestätigung, ja, gibt eine E-Mail, wie das so Standard ist, eine E-Mail, wenn es versandt ist und so weiter. War ja auch alles Vorkasse, kam aber keine E-Mail vom Versand. Also ich hatte nur die Bestellbestätigung bekommen und die Rechnung. Irgendwann kam dann der eine, und der andere ist, wie gesagt, der ist verschollen, und ich kriege keine Antwort per E-Mail oder so. Habt ihr da auch schon solche Erfahrungen gemacht? Finde ich jetzt ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Das ist ja nicht irgendein Shop, ne? Sollte man meinen. Naja, gut. So. Fendt. Geht keiner ran. Unter der angegebenen Nummer geht keiner ran. Ey. Leute, ihr habt ein Déjà-vu. Willi, jetzt bleib doch stehen. Hier ist doch... Komm her. Umdrehen. Komm her. Ja, komm hierher, Willi. Oh, Junge. So, meine Fresse. Ah. Ja. Nein. Reika macht das Würstchen. Sind alle. Hab keine mehr. Ja.
Feierabend. Ich habe keine mehr. Jetzt, wo ich denen das Tor aufgemacht habe, sind alle draußen. Aber Willi meint, dann bleibe ich drin. Wenn ich raus darf, dann will ich nicht raus. Dossel, ey. Samstag, 13. April. So, ich habe hier noch ein bisschen Futter hergefahren. Und gleich löse ich Vater beim Grubbern ab. Denn wir sind so leidlich, aber irgendwie so ein bisschen am Gülle fahren. Ja, also, heute Morgen haben sie sich da hinten schon festgesetzt. Zweimal oder dreimal oder so, keine Ahnung. Da hatten wir telefoniert. Kurz vor 7 bei rum. Aber jetzt hat es geklappt. Also, da ist noch ein bisschen was frei geblieben. Da geht es dann halt nicht. Dann haben wir da auf dem Schlag sind sie gewesen. Und da hinten, da fahren wir gleich zusammen hin. Zeige ich euch, was war das? Zeige ich euch gleich. Und dann an der Bundesstraße einen Schlag, den, da fahre ich jetzt nicht hin, den seht ihr, wenn wir da pflanzen, spätestens. Hier ist Gülle hingekommen, soweit wie es ging. Das sieht ja ganz gut aus hier. Ja, dann, ich weiß nicht, wie es da hinterm Busch jetzt ist, ob sie da auch waren, das kann ich nicht sagen, aber hier sind sie ja bis an den Wald rangekommen und da ist ja eigentlich ein Lehmloch. Und offensichtlich sind sie da auch durchgekommen. Das ist schon mal sehr schön. Vater kommt jetzt mit dem Grubber zurück. Wie gesagt, das waren 3,2, 3,3 Hektar sind das da hinten. Die sind fertig. Vater kommt mit dem Grubber zurück, dann löse ich ihn ab, weil da hinten muss noch eben ein bisschen eingekratzt werden. Jetzt nehmen die noch jeder eine Tonne mit nach Osterfesede und dann fahren die da noch so lange, wie sie lustig sind, das Grubbern wieder Nachmittag ein. Und dann passt das alles soweit. So, hier ist der Nachbar am Güllefahren. Den Schlag haben die ja dieses Jahr von uns für Mais. Mal gucken, wie das da läuft. Letztes Mal auch hier mit Schleppschuh gefahren und das kratzen wir ganz flach noch einmal über. Dass es auch ja, quasi ein bisschen eingearbeitet ist. Aber mit Scheinwinkel, das braucht man im Moment auch überhaupt nicht versuchen. Das haut nicht hin. So, also mit dem großen Fass nicht. Schlag
die den kennt, die auch noch nicht. Auch die Leute, die schon länger hier zugucken. Der ist das ist ein Tauschschlaf für dieses Jahr für Kartoffeln. Und wir haben an diesem Schlag auch eine Ecke, da wird gar nichts gehen. Das ist da direkt am Busch. So, hier müssen wir mal gucken, wie weit ist er denn. Habe ich jetzt eben nicht drauf geachtet. Den Quatsch hier jetzt ein. Wir haben es jetzt 20 vor 11 oder sowas. Und dann geht es nachher noch einmal nach Osterfese. Ich muss mal gucken, ob ich fahre oder ob Vater noch Bock hat. Eben klang es so, dass er noch heiß ist. Also, mir ist Lachs. Aber hier ist auch eine nasse Stelle, aber da sind sie durchgekommen. Schon mal gar nicht so schlecht. Jo, Action voraus. Ihr seht da zwei Güllewagen, ein Hirsch mit einem Grubbe und da pflanzt eine Kartoffel. Ja, alle das Wetter nutzen. Morgen vielleicht noch und dann Montag Regen. Schönes Ding. Osterfesede. Da vorne rechts war damals die Vorführung von dem Evo 280 Grimme Roadshow. Weiter unten in den Videos zu finden. Ja, da wollen wir aber nicht hin. Wenn man im Herbst in der Ernte dann auch an beiden Enden Mark brauchen. Wir müssen nur nach oben kommen und mit dem Vollen wieder runterfallen. Da vorne verspringt das, hier ist der Graben, da links ist Grünland und wenn da vorne verspringt das, dann der linke Teil, da sind 5 Hektar. Nasse Lunke, die habe ich noch mal eben mit durchgezogen. Jetzt noch eine Bahn, eine halbe Bahn hier hoch und dann haben wir es erstmal hier geschafft. Gleich grober sauber machen. Ich habe ja Gott sei Dank Quatsch auch mit. Und dann geht's nach Hause. Jetzt haben wir das 12:45. Wenn noch ein bisschen Mittag suchen und dann ist alles schön.
Jens Kamera. Werde jetzt mal schon mal die Dateien rüber kopieren und habe die Hoffnung, dass ich heute Abend eventuell das Video schneiden kann, damit das morgen Sonntag online kann. Und aus dem Grunde ist jetzt quasi Schluss, ne? Also, wir machen es kurz, wenn es euch gefallen hat. Däumchen, Abo, Glocke, alles was ihr da drücken könnt, könnt ihr gerne drücken, würde uns freuen. Und beim nächsten Mal seht ihr, wie es weitergeht. Ich lade gerade noch, ich habe das Dröhnchen noch ausgepackt, da liegt der Koffer. Und lade die Akkus. Dann sollten wir eigentlich im nächsten Block, theoretisch, je nach Wetterbedingungen, auch wieder Drohnenaufnahmen haben. Also, ich wünsche euch noch einen angenehmen Sonntag. Vielen Dank fürs Reinseppen und bis zum nächsten Mal. Ne? Reinhauen. Wirsing! So, wollen wir mal gucken, wie viel der Jens aufgenommen hat. Schauen wir mal. So. Da. Kopieren. Schluss jetzt. Jalla.